Eine verzerrte Meldung und ihre Folgen. Mohammed soll der beliebteste Vorname in Berlin sein. Das verbreitet die AfD bei Facebook und Twitter. Die Reaktionen? Heftig und zahlreich. Kein Einzelfall, wie nun eine Datenanalyse zeigt, die NDR und WDR vorliegt. Die Datengrundlage: rund 750.000 Social-Media-Nutzerinnen und Nutzer und knapp 10 Millionen Beiträge, die zwischen Dezember und März veröffentlicht wurden. Ein Großteil auf Twitter, außerdem auf Facebook, YouTube und Instagram. Das Ergebnis? Fast jeder zweite politische Beitrag hat einen AfD-Bezug, positiv oder negativ. Obwohl nur jeder zehnte Nutzer AfD-Sympathisant ist, dominiert die Partei den Diskurs online. Weil sie die Gegenseite zur Reaktion verführt, sagt Ingrid Brodnik. Die österreichische Publizistin beschäftigt sich schon lange mit der Frage, warum Rechte im Netz so erfolgreich sind. Auf der Digitalkonferenz Republika ist auch in diesem Jahr die Meinungsmache online eines der großen Themen. Die Gefahr ist, dass über wütend machende Inhalte im Netz immer mehr Wut, immer mehr Reaktionen erzeugt werden und dann der etablierte Journalismus einsteigt. Ein Beispiel. Im Dezember schreibt der AfD-Spitzenkandidat für die Europawahl über Toblerone: Eine Islamisierung findet nicht statt, weder in Deutschland noch in Europa. Es ist daher sicher reiner Zufall, dass die abgebildete, bekannte Schokoladensorte nun als Halal zertifiziert ist. Halal, also nach den Speisevorschriften des Islam. Sofort empören sich andere Nutzer darüber. Der Hashtag Toblerone wird auf Twitter zum Thema des Tages. Die FAZ greift die Geschichte auf. Der Bayerische Rundfunk und sogar der britische Independent. Alle mit Verweis auf die AfD. Der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen, ein Stammgast auf der Republika. Gerade hat er ein Buch veröffentlicht. Darin beschreibt er auch eine Spirale der Empörung im Netz. Natürlich schafft es die AfD, Themen zu setzen, die weit über den Social-Media-Kosmos hinausreichen. Ich würde sogar sagen, es zeigt sich hier, dass diese Unterscheidung immer weniger Sinn macht zwischen den alten und den neuen Medien. Das Leitmedium der Gegenwart ist eigentlich das Wirkungsnetz, ist das Zusammenspiel der alten und der neuen Medien. Als altes Medium gilt der Spiegel, der mit Spiegel Online im Netz seit Jahren erfolgreich ist. Ab wann greift die Redaktion die Social-Media-Themen auf? Wenn das eine gewisse Größe hat, natürlich irgendwie die Diskussion auch intern da ist, müssen wir da irgendwie mit umgehen. Das Problem ist natürlich immer die Frage, macht man irgendwelchen Quatsch, und es ist völlig egal, aus welcher politischen Ecke oder aus welcher Ecke das kommt, macht man den dann größer, als er eigentlich wäre. Und wir sind natürlich dann auch Teil des Systems. Auch Spiegel Online gehört demnach zum Wirkungsnetz. Im Zweifel auch der rechten Themensetzung. Eine sehr kleine Gruppe von Nutzern, gerade einmal 0,07%, ist extrem aktiv und einflussreich. Sie posten bis zu 200 Mal am Tag. Eine fast unmenschliche Frequenz. Wohl, um gezielt Themen zu setzen. Und die Gefahr ist hier, dass hyperaktive User, jene, die am regtesten, die am überzeugtesten sind, dass die Deutungshoheit über sich anreißen, nicht indem sie sachlich diskutieren, sondern einfach indem sie die anderen mit ihrer Meinung zumüllen, zuspammen. Die Untersuchung zeigt auch, auf welche Medien die User am meisten verlinken. Unter den Top 15 klassische Nachrichtenmedien wie Welt, Spiegel und Bild. Aber auch Seiten aus dem rechtspopulistischen Spektrum. Auf Platz 5 Journalistenwatch. Die Seite vertritt Positionen am rechten Rand. Auf den Bannern Werbung für AfD-Spenden. Außerdem Links zum YouTube-Kanal von Martin Sellner. Der Österreicher ist das Gesicht der identitären Bewegung, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Also da merkt man, da geht es um ein sehr deutliches Weltbild. Und es ist auch nicht so, dass die Gegenseite dann befragt wird oder dass die eine Chance bekommt, sich darzustellen. Und Seiten wie Journalistenwatch, die dienen dazu, genau diesen Eindruck zu vermitteln. Und dass manche dieser einseitigen Medien so erfolgreich sind, liegt daran, dass diese hyperaktiven User sie dauernd teilen. Und alle anderen hören zu, während sich der Diskurs verschiebt. Eine Herausforderung für die Medien und die gesamte Gesellschaft. Nun, ich glaube schon, dass wir vor dem Phänomen stehen, und zwar insgesamt, unabhängig von der AfD, unabhängig vom Aufstieg der Populisten, dass wir uns als Gesellschaft die Frage stellen müssen,
was ist wirklich wichtig? Wir müssen als Gesellschaft lernen, die Frage der Relevanz neu zu stellen. Was ist wirklich wichtig und was ist wirklich bedeutsam?